Wir waren immer noch nördlich der Grenze. Und dann, wir hatten Fahrräder, wir überquerten die Grenze in Flensburg. Und von Flensburg, in Flensburg mussten wir unsere Fahrräder stehen lassen. Und wir überließen die Fahrräder den Bauern, die entlang der Straße lebten. Also, wir mussten die Fahrräder loswerden, also mussten wir marschieren. Und wir marschierten 3 Tage lang. Wir marschierten auf der Nebenstraße und die britischen LKWs waren auf der Hauptstraße, auf der Autobahn. Briten und Kanadier. Wir waren voll bewaffnet. Wir hatten unsere Gewehre, wir hatten unsere Munition, wir hatten unsere Gasmasken, Stahlhelme, alles. Und es ging das Gerücht um, dass die Amerikaner uns gegen die Russen einsetzen wollten. Nun, das ist nicht passiert. Also mussten wir dann nach weiteren 3 Tagen auch unsere Gewehre loswerden. Die Kompanie hatte ein Pferd und einen Wagen und wir zogen ein 37 mm Geschütz, Panzerabwehrkanone. Aber nach 3 Tagen mussten wir alles wegschmeißen. Ich glaube, sie haben einen See oder so etwas gefunden, wo sie alles versenkt haben. Wart ihr zu der Zeit unter Bewachung der Briten? Wart ihr Gefangene? Ja, wir waren Gefangene. Aber ihr hattet trotzdem noch eure ganze Ausrüstung. Ja, man hat sie euch nicht abgenommen. Nein, nein. Nach 3 Tagen wurde uns erlaubt, sie wegzuschmeißen. Nach 3 Tagen. Sie waren auf der Autobahn und wir waren auf der Nebenstraße. Wir hätten einen neuen Krieg anfangen können.